Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, wir sind immer noch in den antiken Ruinen, denn ich würde gerne noch da hochkommen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum wir noch zwei Schlüssel haben. Weil es macht nicht den Eindruck, als würden wir den noch irgendwo brauchen. Ey, perfekt. Schaut an, was ich da hinten gefunden habe. Okay, die gehen da auf Jagd, alles klar. Dann schauen wir mal ganz kurz hier zu dem Lilanen. Was finden wir Schönes? Naja. Naja, sage ich jetzt nicht nein. Okay, das brauche ich jetzt tatsächlich nicht. So. Okay. Alles klar. Alles klar. Weg mit dir. Und dann würde ich noch gerne da hoch wollen. Ich weiß nicht, irgendwas. Irgendwas zieht mich dahin. Vielleicht ist es auch nur die Kiste. Vielleicht ist auch gar nichts drin, aber ich habe Bock. Also, was ist in der Kiste? Ein Huhn. Scheiß auf das Huhn. Der will mich. Ich sag's euch, der wollte mich. Dann haben wir nochmal ein Echo. Das nehme ich natürlich mit. Aber was mache ich mit den zwei Schlüsseln? Was mich halt hier wirklich wundert ist... Ja doch, wir haben hier Schlüssel gebraucht für... die Glaswüste. Genau, da hatten wir tatsächlich Schlüssel gebraucht. Aber... sonst... habe ich hier keinen Raum oder irgendwas gefunden, oder? Den Eingang in ein weiteres Gebiet. So. Damit haben wir noch ein rotes Echo. Jetzt bin ich draußen, oder? Tatsache, ich bin draußen. Wann ist denn das passiert? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir uns Richtung Ausgang bewegt haben. Abgefahren. So. Welche irgendwo hatte ich noch Echos? So. Das war jetzt nicht ganz geplant. Aber macht nichts, dann sind wir jetzt halt hier unten. So, hier haben wir noch ein rotes. Und ich glaube mich zu erinnern, dass er noch irgendwo ein blaues hier in der Nähe hatte. Ja. So, damit haben wir nochmal... Dich kann ich nicht dazu einsaugen, gell? Nope. Ein gelbes hätte ich tatsächlich gern. Gelb mag ich. Ich mag die Farbe gelb. Ich finde die sehr, sehr schön. Grün hätte ich auch gern. Okay, bringen wir erstmal das weg, was wir haben. So einfach ist das. Unser Portal müsste doch hier sogar relativ in der Nähe sein, oder? Yep. So, die anderen Echos habe ich jetzt eh hier gebunkert. Beziehungsweise das andere Echo. Ich jetzt. So. Das schaut aus wie böse Augen, wenn ihr mich fragt. Die Echos. Aber ansonsten glaube ich, gibt es in dem Biom hier echt nicht mehr wirklich was zu entdecken. Oder gibt es hier noch brutal was und ich weiß es noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Das will ich jetzt gar nicht hier leugnen. Weil in dem Biom habe ich mich halt auch am wenigsten umgeguckt, weil Begründung im letzten Part. Das Grüne war doch hier noch irgendwo. Hier war doch vorher noch ein grünes Echo. Das war doch hier links, oder? Das ist doch nicht, das verschwindet doch nicht. Mann, sind hier viele Katzen-Slime. Beziehungsweise rote... rot-gelb... rosa Katzen-Slimes. Rot-gelb. So, jetzt kann ich das Gelbe noch mitnehmen. Finden wir sonst noch irgendwo schöne Echos? Da ist noch ein grünes, perfekt. Wo kommen denn die Wasser-Slimes hier aus dem Abflussrohr da? Gottes Willen. Das sind keine Krokodile hier in der Kanalisation. Das sind Fitz-Slimes in der Kanalisation. Das
sehr unheimlich. Wo denn schon wieder? So. Au. Schleicht er sich von hinten ran, der Lump. So, ich habe euch den Arsch gerettet. Ihr dürft Danke sagen. Einmal hier rüber. Da waren wir schon. Da unten sehe ich jetzt nichts Echo-mäßiges. Im Prinzip sind mir die Echos auch ziemlich latte. Die nehme ich halt mit, wenn ich gerade zufällig darüber stolper. Wobei das Gelbe und die drei Grünen, die finde ich jetzt eigentlich ganz nice. Die gefallen mir tatsächlich. Weil ich die Farben halt sehr angenehm finde. Gut, ich glaube, da verpissen wir uns aus dem Biom. Ich glaube wirklich, es gibt nichts mehr, was ich hier entdecken kann. Also wie gesagt, sollte ich mich irren, könnt ihr es mir gerne sagen. Würde mich echt interessieren, dann schauen wir es uns auch gerne gemeinsam noch an. Aber in dem Biom, behaupte ich, bin ich jetzt einfach durch. Weil außer, dass es verwirrend durch die ganzen Kaktüren ist, ist es nichts anderes. So. Das habe ich ja schon das letzte Mal. So. Haben wir nochmal 5 Echos mitgenommen. Ist ja auch eine feine Sache. Gut. Eins noch hierher. So, ich echo mir einen ab. Sehr schön. Gut, 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 gut. Dann fast das Wichtigste. Wir müssen nämlich wieder an Kohle kommen. Ich habe jetzt 2 Schlüssel. Ich glaube, ich brauche sie für nichts. Ich glaube, sie sind total sinnlos und unnütz. Momentan zumindest. Weil das nächste Update kommt mit Sicherheit. Und dann werden wir sie auch brauchen. Aber momentan eher unnütz, würde ich sagen. Außer ihr wisst, wo ich es noch brauche. Kann ja sein. Viele von euch haben das Game mittlerweile wesentlich länger gezockt als ich. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen damit gezockt. Aber, wie gesagt, gibt durchaus ein paar von euch, die etwas verrückter sind als ich, was das angeht. So. So, füttern wir erstmal euch. Ihr Lumpen. Der Rest kommt hier rein. Dann... hier sammeln wir nochmal auf. Perfekt. Läuft. Auch nochmal 20 Stück. Nice. Dann reißen wir hier auch nochmal ab. Dann Bewuchs entfernen. Und nochmal anpflanzen. Und dann hier eine Runde Jägerslime. So. Die schauen halt mit den Augen so ein bisschen dummdödlich aus. Findet ihr nicht? Ich finde schon. So, jetzt würde mich aber eine Sache tatsächlich noch interessieren. Das nehmen wir jetzt direkt mit. Kommt schon. Einmal das Aquarium aussaugen. Aquarium bzw. den Teich auch hier einmal aussaugen. Nice, nice, nice. Schön viel Pupu. Und ihr dürft wieder rein. Bin froh. Ich glaube, das haben die wirklich gepatcht, dass sie nicht mehr ganz so hoch springen. Oh, da geht der Preis runter. Schade. Feuerslime würde jetzt theoretisch hochgehen. Rank Slime ist relativ weit oben. Das ist echt krass. Den hätten wir theoretisch auch. Da können wir wirklich ein bisschen füttern. Wir haben nicht viele Ranks, aber ein paar hätten wir sogar. So. Hier nehmen wir mal einen Schwung mit. Moment. Der Rank hat doch sicher am liebsten... die bunten, oder? Bemaltes Huhn, ja. Machen wir so eine gesunde Mischung.
zwei... Nee, die bunten Hühner, die will ich mir noch behalten. Die sollen sich erstmal hier ein bisschen... Die sollen sich erstmal ein bisschen etablieren, ihre Population etwas vergrößern, bevor wir sie verfüttern. Weil die sind halt auch noch hübsch. Alter Gockel. Gebt mir eure Alten her. Ihr seid jung. Ich meine, die alten Hühner hier verheizen, glaube ich, ist tatsächlich besser. So, hier nochmal ein alter Gockel. Weil ich glaube, die sind... Mann, das hört sich jetzt echt bösartig an, aber ich glaube, die sind für nichts mehr wert. Ich glaube, die werfen auch keine... Die machen auch keine Küken mehr. Ich glaube, bei denen ist einfach finito. Ich habe aber keine Ahnung, ob die sterben, aber ich vermute mal schon, weil ich glaube, sonst wäre ich mittlerweile komplett überrannt. So. Der Arme hier. Einsam und allein. Davon habe ich echt nicht so viele. Fressen die permanent? Nee, oder? Niemals. Wäre halt echt die Überlegung, hier noch ein paar Ranks reinzuholen. Sollen wir das tun? Weil dann hätten wir halt zumindest immer die Auswahl. Ich hätte sie halt gerne irgendwo separiert von anderen Viechern. Das ist halt das, was mich so gewaltig stört. Dass die halt irgendwie sich das Popo von den anderen halt immer schnappen und das gefällt mir halt überhaupt nicht. Aber okay, was soll ich machen? So, das hat auf jeden Fall ein bisschen Kohle gebracht. Holen wir uns noch ein paar Ranks. Ich muss halt mit den Wirblern aufpassen. Beziehungsweise im Generellen muss ich aufpassen. Nice. War nicht hier noch ein Küken irgendwo hier? Doch, da ist eins. Oh, die Dinger sind auch fertig. Die müssen wir auch gleich einsammeln. Das nehme ich auch mit. Jetzt habe ich einen Rank-Slime. Ah. Ach komm schon, muss das denn sein? Einen Plot kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Weg mit dir. Ja, der Plot, den kann ich mitnehmen. Der bringt momentan sack viel Kohle. Der rentiert sich auf jeden Fall. Die spielt hier mit einer Rübe. Süß. Jetzt habe ich drei. Drei ist aber schon ein bisschen wenig, wenn ihr mich fragt. So. Hier oben irgendwo waren die Hühner. Ich weiß es ganz genau. Wo war das denn? Das war doch hier. Okay, dann kriege ich wenigstens einen Küken. Ein Küken ist besser als nichts. Dich nehme ich auch noch mit. Ne, die bunten Hühner sind schon... Die sind schon vergriffen. Naja, vier neue und vier Küken. Das ist was. Besser als nichts. Aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich... Ich höre es hier noch flattern, aber... Ich weiß nicht von wo. Ich glaube, der hat sich da eingesperrt. Na gut, dann... Können wir uns wieder Richtung... Ach ne, ich wollte noch ein paar Rankies haben. Ein paar hätte ich gern noch. Das würde mich tatsächlich... So, perfekt. Nochmal einen Küken hier mitgenommen. Was war das denn für ein komischer Schatten?
So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch einen Küken. Die bemalten Hühner, das finde ich schon geil, weil dann können wir ein bisschen aufstocken. Den Plot können wir direkt verkaufen. Hey, da wäre ein kleiner Feuerjäger gewesen. So. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob oben neue Ranks sind. 0815 Hühner. So, weg mit dir. Weg mit dir. Okay, wir müssen sowieso gleich nochmal herkommen. Weil hier ist wirklich wichtiger Stuff. Dass ich jetzt hier fast keine Ranks habe, das stört mich fast schon ein bisschen. Mal ganz kurz mal hier rein. Nein, nicht hier. Wo war das denn? Da hinten, oder? Ja, da hinten. Bevor ich jetzt laufe, einmal gucke ich kurz hoch. Schau, ob neue ploppen. Wenn neue ploppen, perfekt. Tun es aber nicht. Dann schauen wir hier nochmal ganz kurz hin. Weil hier in der Gegend gab es eher welche. Jetzt haben wir drei, glaube ich, daheim. Drei habe ich im Sack. Dann schauen wir mal, ob ich noch ein paar finde. Aber hier eher nicht. Das ist eher so eine Mosaikecke. Ja. Das ist eher eine Mosaikecke. Gut. Dann düsen wir hier noch ein bisschen weiter. Oh yeah, Baby. Komm zu Mama. Nice. Ja, das macht die Sache auf jeden Fall cooler. Ja, richtig, richtig fett. Oh, ein paar schlecht gelaunte. Jo, 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 jo. 5, damit haben wir 8. Noch was Buntes. Da war ein Jäger. Nee, du. Ich hab dir nichts getan. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn du mich in Ruhe lässt. Das wird sich auch nicht. Ja, doch. Wird sich auch nicht ändern. Passt schon. Gut. Jetzt habe ich 6 Stück. Mein einer wäre jetzt noch ganz nice, aber ich kann jetzt auch damit leben, wenn wir keinen mehr kriegen. Das würde ich jetzt tatsächlich überleben. Das war jetzt nicht so... Oh, ganz knapp. Ganz knappe Geschichte. Ich glaube, ich kam schon von hier. Na, ihr? Bock, bock, bock. Lasst mich in Ruhe. So, Ausgang. Perfekt. Ist geschafft. So, wie gesagt, ich muss gleich eh nochmal hierher. Weil wir die Dinge hier einsammeln müssen. Der schaut ja auch geil aus. Der hat was. Na, kann er anploppen? Schade. Gut. Aber egal. 6 Stück nochmal, das ist okay. Damit kann ich leben. Das ist eine Bilanz. Damit komme ich zurecht. Hier lang. Mal hier lang. Dann so, hier ein paar Küken verteilen. So. Nehmen wir ein paar von euch mit. Hier noch so ein Schwung. Zweiter Gockel auch noch. Perfekt. Wobei, die Gockel dürfen bleiben. Lieber noch einen Huhn mit. Und schauen wir mal ganz geschwind hierher. Willkommen im Club. So.
So. Manchmal hier rein. Wieso habe ich das jetzt da reingeworfen? Damit ich es jetzt hier gleich wieder aussaugen kann. Naja, das war jetzt nicht mein smartester Move. Aber okay. Das verkaufen wir jetzt noch. Schnell hochsprinten. Ich bin echt froh, dass die Gebiete alle bei mir mit Portalen verbunden sind. Das spart mir so viel Laufwege. Ja, es verheizt mir ein Portal, das ist mir schon klar. Beziehungsweise mehrere Portale, aber nichtsdestotrotz ist das echt angenehmer. So, der Rank, der ist ja momentan relativ hoch im Kurs. Der ist echt gut hoch im Kurs. Das ist brutal. Der Mosaik steigt aber auch wieder. Eigentlich sind so fast alle am Steigen so ein bisschen. Außer Wasser. Naja, macht nichts. So, meine Freunde, damit sind wir jetzt auch am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.